Willkommen im Video der Berufsschule 7. Heute soll es um den sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff gehen. Und erstens, warum brauchen wir einen Schutz dagegen und wie funktioniert das Ganze? Beginnen wir mal mit der ganz normalen Kommunikation mit einem asymmetrischen Schlüsselpaar. Wir haben hier auf der linken Seite unsere bekannte Alice, rechts der Bob und Alice möchte eine Information an den Bob schicken. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das mit einem eben asymmetrischen Schlüssel funktioniert. Die Alice geht jetzt erstmal an den Bob und holt sich einen Schlüssel. Das heißt, sie möchte gerne kommunizieren. Sie weiß, dass Bob ein asymmetrisches Schlüsselpaar besitzt und Bob stellt jedem, der fragt, einen sogenannten Public, also den öffentlichen Schlüssel zur Verfügung. Mit Hilfe dieses Public Keys kann jetzt die Alice eine Nachricht verschlüsseln und kann diese verschlüsselte Nachricht dann an den Bob senden. Und der kann nur mit dem privaten Schlüssel diese Information wieder extrahieren und hat dann sozusagen eine sichere Kommunikation ermöglicht, dass eben Alice ihre Informationen weiterleitet. Was jetzt hier nicht geht, logischerweise, dass Bob jetzt zurück an die Alice eine verschlüsselte Nachricht schickt, weil eben die Alice kein Public Key in die Welt gesetzt hat. Aber was geht, ist ein Confirm. Das funktioniert. Wir werden uns nachher dann nochmal anschauen, wie wir es trotzdem hinkriegen, mit relativ einfachen Mitteln diese Kommunikation in beide Richtungen einigermaßen sauber hinzukriegen. So, jetzt kommt ein Dritter ins Spiel, und zwar genau in der Mitte, der Man in the Middle, der hat nichts Gutes im Schilde, der möchte gerne sich in diese Kommunikation reinhängen, eben in der Mitte, und möchte sozusagen alle Informationen von Alice und von Bob erstmal sichten und gegebenenfalls manipulieren. Also Alice möchte wieder kommunizieren, sie fragt jetzt einen Schlüssel ab. Und der Man in the Middle, der fängt die Daten, den Request ab und leitet ihn erstmal weiter an den Bob. Und zwar in der Form, dass wenn Bob was schickt, dass er es an den Mr. X sendet und nicht an die Alice. Das heißt, sein Schlüssel wird erstmal an den Mr. X geleitet. Und jetzt muss er ja irgendwie auch die Anfrage von der Alice befriedigen. Und jetzt schickt er auch einen Public-Schlüssel, allerdings seinen Public-Schlüssel und nicht den von Bob. Alice kann das nicht nachvollziehen oder kann das nicht beurteilen. Das heißt, sie nimmt einfach diesen Public-Schlüssel, verschlüsselt ihre Nachricht und schickt die jetzt wieder zurück. Der Man in the Middle kann jetzt mit seinem Private-Schlüssel diese Information eben entschlüsseln und ist somit jetzt an dieser geheimen Nachricht von Alice rangekommen. So, jetzt möchte vielleicht noch an den Bob weiter was senden. Jetzt kann er sozusagen mit dem Public-Schlüssel vom Bob wiederum irgendeine eigene Nachricht eben weiterleiten und der Bob packt die dann aus und interpretiert sie dann eben in der Annahme, dass es eine Nachricht von Alice ist. So, das heißt, dieser Man in the Middle kann sowohl geheime Daten von Alice abgreifen, als auch irgendwelche gefakten oder neue Zielkontodaten, was auch immer, an den Bob schicken. Und das ist natürlich so nicht tragbar. Dagegen muss man sich schützen. Die Confirm-Nachricht läuft dann eben ganz normal wieder, wie beim anderen auch. Da ist jetzt eigentlich nichts Besonderes mehr dahinter. Jo, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie es läuft, wenn wir hier ein Zertifikat mit einbauen in unsere Kommunikation. Also Bob möchte jetzt wieder seinen Public Key der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und dazu möchte er jetzt aber sicherstellen, dass seine Kunden, in dem Fall Alice, nicht von irgendwelchen dubiosen Gestalten ausgenommen werden. Und jetzt geht er an eine Zertifizierungsstelle. Das sind öffentlich bekannte, akzeptierte Stellen, die eben in der Lage sind, zum einen den Public Key zu zertifizieren, also im Prinzip die Echtheit eines Schlüssels garantieren.
Dazu muss die Zertifizierungsstelle natürlich exakt wissen, dass Bob auch Bob ist. Wenn ich das wieder unser Mr. X sage, das ist mein Public Key. Das heißt, es muss in der Zertifizierungsstelle hinterlegt werden, dass dieser Schlüssel auch tatsächlich zu Bob gehört. Das bedingt natürlich entsprechende hundertprozentig sichere Kommunikationswege zwischen Bob und Karl, aber das wird eben entsprechend auch gewährleistet. So, das heißt, die öffentlich zugängliche Zertifizierungsstelle hat jetzt ein Zertifikat über diesen Public Key ausgestellt. Und jetzt möchte Alice gerne kommunizieren mit dem Bob. Sie fragt wieder den Schlüssel an. Bob schickt diesen Public Key an Alice und sie kann jetzt mit Hilfe der Zertifizierungsstelle und dem Zertifikat feststellen, ob dieser Schlüssel auch wirklich der gewünschte Schlüssel ist. Beziehungsweise sie kann hundertprozentig jetzt feststellen, dass der Schlüssel, den sie bekommen hat, auch wirklich von Bob ist, weil diese öffentlich zugängliche Zertifizierungsstelle eben genau diesen Abgleich machen kann. Diese Zertifizierungsstellen, die sind mitunter im Browser bereits hinterlegt. Da gibt es nicht allzu viele und die müssen dann natürlich entsprechend auch vertrauenswürdig sein. So, was jetzt Alice macht ist, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, dass wir ja auch wirklich in beide Richtungen kommunizieren können, und zwar verschlüsselt, sie generiert einen symmetrischen Schlüssel, das machen die Programme automatisch. Und diesen Schlüssel, das ist relativ wenig Daten, der wird jetzt in ein Paket geschickt und an den Bob geschickt. Man nennt es hybrider Ansatz, weil wir sowohl symmetrische als auch asymmetrische Verschlüsselung in unserer Kommunikationsstruktur hier vorsehen. So, das heißt, Bob hat jetzt einen symmetrischen Schlüssel und damit können wir jetzt die Kommunikation durchführen. Symmetrische Verschlüsselungen sind sehr viel einfacher von der Verarbeitung her, weil die Algorithmen sehr viel simpler aussehen. Und deswegen nutzt man die kompliziertere Verschlüsselung nur für das Senden dieses privaten Schlüssels. Und der kann jederzeit immer wieder neu generiert werden für genau diese Kommunikationsstruktur. Ja, jetzt geht's weiter. Alice wollte ja die Nachricht schicken. Also wird die Nachricht mit diesem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt und das Paket wird jetzt an den Bob geschickt. Der kann es jetzt mit dem gleichen symmetrischen Schlüssel, das ist ja die Idee hinter dem symmetrischen Schlüssel, wieder dechiffrieren und hat dann die Daten oder die Informationen 1:1, wie sie von Alice gesendet wurden. Am Schluss schickt er noch sein Confirm und alles ist gut. Das heißt, die Kommunikation ist sauber abgelaufen. Nun, jetzt kommt wieder unser Mr. X, der versucht jetzt wieder hier sein Schindluder zu treiben und Alice geht wieder versucht oder vermeintlich an Bob. Mr. X fängt es ab, diese Key-Information wird jetzt an den Bob wieder weitergeleitet. Bob schickt jetzt seinen Public Key an den Mr. X und der Mr. X wiederum seinen Public Key an die Alice. So, nachdem Alice ja davon ausgeht, dass sie mit Bob kommuniziert, fragt sie natürlich auch das Zertifikat von Bob ab. Das passt aber nicht zu dem Public-Schlüssel von Mr. X. Das heißt, sie weiß, sie hat den falschen Schlüssel und kann jetzt eben die Kommunikation abbrechen. Das heißt, der Browser würde jetzt entsprechend sagen, halt, das Zertifikat passt nicht. Sind Sie sicher, ob Sie diese Seite laden wollen oder diese Mail schicken oder was auch immer? Die meisten von uns kennen solche Meldungen, das läuft, ist im Regelfall aber nicht, oder der Grund ist im Regelfall nicht darin zu suchen, dass wirklich der Man in the Middle dann hier bei uns drin hockt, sondern meistens sind die Zertifikate abgelaufen. Aber selbst dann, wir wissen es nicht, selbst dann sollten wir eben die Kommunikation abbrechen, weil wir sonst eben in Gefahr laufen würden, dass wir eben hier über so einen Man in the Middle Angriff eben ja, ausgenommen werden. Das heißt, wir können hier erstmal nicht unterscheiden, ob das Zertifikat aufgrund von zeitlichem Ablauf nicht mehr gültig ist oder irgendjemand hier uns einen falschen Schlüssel unterschiebt. Das heißt, wir sollten die Warnungen durchaus ernst nehmen und dann entsprechend agieren. So, das war es jetzt im Wesentlichen. Ja, das war es jetzt von meiner Seite zum Thema Man in the Middle. Das ist ein relativ kurzes Video geworden. Ja, aber ich hoffe, dass die wesentlichen Punkte rübergekommen sind und ja, bis zum nächsten Mal.